Zugvögel haben es gut, die genießen den Winter im Süden. Auch Biene Brändle träumt davon, doch sie muss wie alle anderen hier bleiben. Den Traum vom Süden erfüllt sie sich und allen anderen schrägen Vögeln mit einem Vogelhaus. Das Wichtigste für meine Vogelhäuschen sind erstmal Holzbretter. Ich habe mir eine größere Grundplatte und ein paar kleinere Brettchen für das Haus selbst besorgt. Aber ich möchte den Vögeln was richtig Tolles bieten, ein Urlaubsdomizil, damit sie hier im grauen Winter auch was Tolles zum Angucken haben. Und drum habe ich mir alle möglichen Materialien besorgt, die ich zur Verzierung einbauen werde. Biene baut nicht irgendein Vogelhaus, sondern einen orientalischen Palast für das hier gebliebene Federvieh. Einfache MDF-Platten bilden die Wände der ungewöhnlichen Futterstelle. Die Platten hat Biene vorher zurechtgesägt. Zinnen und Torbogen skizziert sie vor. Um diese aus dem Holz herauszuarbeiten, benutzt die Dekokünstlerin eine Stichsäge. Feine Schleifpapier mit 120er Körnung verwendet Biene, um die Kanten glatt zu schmirgeln. Jetzt werde ich erstmal drei Seiten zusammenschrauben, die vierte noch nicht. Vorher schiebe ich das Dach ein und schraube es fest und dann kommt die letzte Seite drauf. Und weil ich hier alleine bin und keinen zum Halten habe, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig mit den Brettern, habe ich mir hier einfach kleine Löcher vorgebohrt. Da kommen jetzt die Schrauben rein, haben einen sicheren Halt und ich kann es auch super alleine verschrauben. Kleine Holzschrauben halten den Vogelpalast zusammen. Wer nicht viel Geld für die MDF-Platten ausgeben möchte, kann sich nach Resten in einer Schreinerei erkundigen. Dort gibt es die recht günstig. So, das Hauptgebäude steht schon mal. Aber bevor ich das jetzt anstreiche, habe ich noch was Besonderes vor. Und zwar habe ich mir verschiedene Plastikrohre aus dem Baumarkt besorgt. Und wenn ich da jetzt eine Styroporkugel draufsetze und noch einen Kegel, habe ich einen super tollen Zwiebelturm. Für die gewöhnlichen Abflussrohre muss Biene aber nicht in den Orient reisen. Die gibt es im Baumarkt ab 80 Cent zu kaufen. So ein Plastikrohr lässt sich super mit der Stichsäge bearbeiten. Hier habe ich den Schlitz reingesägt, dann kann ich das Rohr nämlich hier ranrücken und nachher ganz fest verkleben und habe eine lange Klebekante. Genauso gut könnte man jetzt so ein großes Rohr hernehmen und da Tore und Fenster aussägen. Um aus einem Abflussrohr einen orientalischen Turm zu machen, bedarf es noch einiger anderer Handgriffe. Biene passt die Styroporkugel aus dem Bastelbedarf an die Rohröffnung an und setzt sie oben auf. Für den orientalischen Touch sorgen außerdem noch bunte Steine. Ich habe hier meine Schatzkiste mit Glasmosaiksteinchen ausgeschüttet und die werde ich jetzt auf die Styroporkugel vielmehr auf meinen Zwiebelturm draufkleben. Glasmosaik ist ganz praktisch, es ist nämlich frostsicher und passend dazu habe ich auch Silikon zum Kleben besorgt. Da kann auch im eisigsten Winter nichts passieren und kein Steinchen fällt ab. Den Dichtstoff verteilt Biene dünn und gleichmäßig auf der Styroporkugel. Am besten geht das mit einem Plastikspatel. Ich bestreiche jetzt noch nicht alles mit Silikon, sondern nur einen kleinen Bereich. So groß, dass ich etwa in 10 Minuten mit dem Bekleben fertig bin. Danach bildet das Silikon nämlich eine leichte Haut und dann halten die Steinchen nicht mehr richtig. Also gehe ich stückweise vor. Die Glassteine gibt es im Dekoladen im 50er-Pack ab 4 Euro. Eine günstige Alternative ist es auch, altes Geschirr oder einen Spiegel zu zerschmettern und die Teile als Mosaiksteine zu verwenden. Für den Vogelpalast baut Biene zwei Türme und eine Kuppel. Das Silikon lasse ich jetzt noch eine Weile trocknen. Und weil der Palast nicht verziert genug sein kann, habe ich hier noch ein paar Leisten aus Holz besorgt. Die werde ich jetzt noch aufkleben und dann geht's an Streichen. Die Zierleisten hat Biene im Baumarkt besorgt. Mit Holzleim kommen sie an das Haus. Für die Grundplatte dagegen verwendet Biene kleine Holznägel. Sie eignen sich besser für die großen Leisten. Eine Seite passt Biene aber nicht auf Kante an. Hier habe ich mich übrigens nicht versägt. Ich habe die Lücke mit Absicht gelassen. Und zwar aus dem Grund, weil wenn es auf dieses eingezäunte Grundstück jetzt regnet und schneit, könnte das Wasser nicht ablaufen. Und hier kann es jetzt eben doch raus. Und wenn ich das Holz jetzt noch wetterfest streiche, dann kann gar nichts mehr passieren. Da der Winter bestimmt genauso trist wird wie das Grau der Abflussrohre, muss Farbe ins Spiel. Die Dekokünstlerin grundiert erst mit Weiß vor, um später leuchtende Farben zu erhalten. Mit einem Flachpinsel trägt Biene die Farbe satt auf. Bei der Grundplatte jedoch betont sie die Oberflächenstruktur des Holzes mit Beize.
Alle Einzelteile des Vogelhauses lässt Biene bei Zimmertemperatur vor dem Weiterverarbeiten 20 Minuten trocknen. Die farbige Grundierung ist jetzt getrocknet. Jetzt kriegt das Häuschen noch den letzten Schliff. Und zwar nehme ich ein bisschen weiße Farbe, ganz wenig, und gehe dann mit einem großen Pinsel grob über die Ornamente drüber, dann kommen die richtig schön raus. Biene streicht nur mit sanftem Druck auf den Pinsel. So entsteht ein 3D-Effekt. Die Torbögen betont sie mit einem dicken weißen Strich. Außerdem versiegelt Biene die Grundplatte mit Klarlack. Dadurch wird diese vor Wind und Wetter geschützt. Bevor ich das Haus und die Türme auf die Grundplatte montiere, verfuge ich noch meine Mosaiksteinchen. Dann schaut das Glasmosaik nämlich aus wie aus einem Guss. Der Baustoff lässt sich daheim aus Fugenpulver und Wasser leicht anrühren. Den sämigen Brei an Fugenmasse verteilt Biene mit einem Schwamm auf dem Mosaik. Überschüssiges Material wischt die Dekokünstlerin mit einem alten Lappen ab. Gleichzeitig poliert sie damit die Steine und verteilt die Masse in alle Ritzen. Gleich ist der Palast aus 1001 Nacht fertig. Das Haus muss ich jetzt noch mit Leim auf die Grundplatte kleben. Und weil die Türmchen aus Plastik sind, befestige ich die mit Silikon. Den Leim für das Holzhaus trägt die Dekokünstlerin dick auf, denn die Kontaktfläche mit dem Boden ist klein. Mit der Spritzpistole lässt sich das Silikon gut dosieren und ist nach dem Trocknen wasserfest. Kleiner Trick, Biene taucht ihren Finger zum Verstreichen der Dichtmasse in Seifenwasser. Dadurch bleibt nichts daran kleben. Mit dem fertigen Vogelhaus geht's in den Garten. So, meine kleinen Paläste für die Vögel sind fertig. Und ich freue mich jetzt total drauf, die Vögel hier ab morgen zu beobachten, wie sie das hier auskundschaften. Und ich glaube, im Winter, im Schnee, wenn die Sonne drauf scheint, dann funkeln die Zwiebeltürmchen ganz besonders toll. Bienes Variationen an Vogelhäusern kosten jeweils nicht mehr als 20 Euro. So spektakulär und farbenfroh sind sie nicht nur Futterstelle für Federvieh, sondern auch gleichzeitig eine tolle Dekoration im winterlichen Garten.